Freunde, willkommen zu unserem ersten professionellen YouTube-Vlog. Hier sind wir nun. Mal schauen, was wird. Mal schauen, was wird. Let's fetz. Ich sag dir eins, das wird der räudigste Vlog, den YouTube jemals gesehen hat. So, bevor es losgeht, gönne ich mir noch einen Kaffee und guckt euch das mal bitte an. Wow, einfach traumhaft. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach auch mal, wie es hier gerade aussieht. Wir wollen so in einer Stunde los und aktuell sieht das Schlafzimmer so aus, weil ich vorhin noch Sachen ausgepackt habe. Habe auch irgendwie nicht so viel dazu gerade zu sagen, das muss jetzt noch aufgeräumt werden. Im Wohnzimmer sieht der Spaß auch nicht wirklich besser aus. Und eine Person hat noch komplett alle Nerven. Der chillt hier einmal, wir müssen einer Stunde gehen, der Mann hat noch nicht gepackt, gar nichts. Wann wollten wir eigentlich gehen? Wir wollten vor 2 Stunden gehen. Ja. Aber ich lade gerade noch Stories. Du hast noch nicht mal gepackt. Ich schäme mich auch gerade ein bisschen dafür, wie ich gepackt habe. Ich bin nämlich eigentlich ultra der ordentliche Packer und mache alles so richtig schön, aber ich habe heute keine Zeit, deswegen sage ich mal, wie es aussieht. So sieht der Spaß hier nämlich gerade aus, auch dieser Klebebär, der hier einfach oben drauf liegt. Naja, ist einfach bodenlos, wie es hier aussieht. Ich habe hier alles, was ich brauche, in meine Banane reingeschmissen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht mit irgendwie Sinnhaftigkeit gepackt. Du hast innerhalb von 5 Minuten gerade gepackt, das ist dein Ernst. Das ist einfach fast. Ich kann das alles nicht mehr. Dann sortiere ich hier noch Pinsel, alles schön hier aufbewahren für Beauty Planner. Das ist so nice. Schau, wie ordentlich meine Kosmetik-Sachen gepackt sind, bitte. Wow. Ich habe mein Leben komplett im Griff. Nicht so wie ich. Jetzt habe ich so 4 Jahre lang hochgefilmt, jetzt muss ich es plötzlich quer machen. Ich verstehe gar nichts mehr. Sag mal, was ist da drin? Die ist leer, die kann ich nicht leer lassen. Das ist bodenlos. Wer packt so seinen Kosmetikbeutel? Die Zahnbürste liegt hier einfach drin. Das ist so eklig. Du hast hier auch Sachen drin, die benutzt du noch nicht mal. Hier ist eine Haarspange von mir. Geld? Tims Kosmetikbeutel. Mein Kosmetikbeutel. Aber ich finde es toll, wo ist das Olaplex? Wenn dein Freund auch Olaplex benutzt. Für seine kurzen paar Haare auf dem Kopf, da muss ich nur noch meinen Conditioner und mein Öl mitschleppen. Es ist einfach wichtig, dass die gepflegt werden auch irgendwo. Wichtig und richtig. Geh mal ganz kurz ein paar Sachen durch, dann sage ich, ob ich es habe oder nicht. Badehose. Nein. Ich wollte nur mal ganz kurz zeigen, dass Laura 6 Meter Kleiderschrank hat. Es nimmt kein Ende. Oh mein Gott. Ist das nötig, frage ich mich jedes Mal. Das ist der TVO-Kleiderschrank. Es gibt schon einzelne Marken. Es gibt einzelne Marken im Kleiderschrank. Und? Seid ihr bereit? Wow. Das ist der Grund, warum ich dir keinen Schmuck schenke. Weißt du, was keinen Spaß macht? Unsere Unordnung. Meinst du, wir können es irgendwann mal in den Griff bekommen? Übrigens, wir verkaufen einen Kühlschrank, falls jemand Interesse hat. Tada! Wir wollten vor 2 Stunden gehen. Man braucht nur einen Bikini im Urlaub. Sag eine Farbe. Völlig egal. Welche Farbe? Orange. Meinst du, unsere Nachbarn denken, wir sind Messis? Warum bleibt es eigentlich im Angehen? Das sieht aus, als würdest du es öfter machen. Viel Spaß. Tschüss. Es geht jetzt in den Keller. Deine professionellen Skisachen holen. Für 3 Stunden. Sieh es positiv, jetzt ist weniger Verkehr. Okay, tschüss. Hier ist mein Space übrigens. Also die Leute denken, wir sind wirklich die größten Messis. Man kommt hier nicht mal um die Tür richtig rum. Nicht mal ich besitze eine Skitasche. Das wollte ich jetzt einfach auch mal irgendwo kurz festhalten. Tim hat sich nämlich jetzt auch Skistöcke bestellt. Weil meine Skistöcke von meinen Skirennen noch gebogen sind, holt er sich auch gebogene Skistöcke. Du weißt schon, dass jeder denkt, du bist jetzt ein absoluter Vollprofi mit den Stöcken und den Ski. Ich wollte dich erinnern, dass du das in mein Auto packen wolltest. Naja. So, und hier Helm, Brille, tada. Skistiefel, wer sagt denn Stiefel? Naja. Das sind doch Stiefel. Nein, das sind Skischuhe. Das sind Schuhe, das sind Stiefel. Nein, Stiefel sind so Boots. Oh. Skifahren. Warum das steht da nicht drin? Wie lange fährst du diese scheiß 12 Liter Milch eigentlich schon mit dir rum? Also wir müssen so packen, dass da noch Platz ist für meinen Kram. Ja, und du meinst, sie hätten in mein Auto reingepasst. Die gucken hier schon vorne raus. Hast du schon mal Schuhe gesehen, die so weiß sind? Ja, neue Schuhe. Wir sind 5 Tage unterwegs und nicht 2 Wochen. Und das wird nichts. Doch, doch. Das passt ja 1A. Hör mal, da passt ja noch richtig viel rein. Hätte ich ja noch mehr mitnehmen können. Sag ich jetzt gar nichts dazu. Okay. Ich glaube, das ist so eine Frauenlogik, dass wir unsere Tasche immer bei uns brauchen. Ich stelle die immer dahin, auch wenn ich dann selber keinen Platz mehr habe. Ab geht die wilde Fahrt. Erster Stop. Mediamarkt. Wir brauchen nämlich eine Hülle für dieses Handy, mit dem wir gerade filmen. Weiß er, was er tanken muss? Machen wir 50-50 oder was? Ja, ist okay. Schuldest mir eh nur den ganzen restlichen Skiurlaub noch, ne? Wollte ich dir nur noch kurz anmerken. Haben wir unsere halbe Seele verkauft? 78 Euro. So wie du fährst, ist es nach ein paar Kilometern leer. Ich kauf Handyhülle, du kaufst Schminke und so Sachen. Ja, aber... Bis gleich. Tschüssi. Willst du was von Starbucks? Ja, ein White Chocolate Mocha. Okay, alles klar. Ohne Sahne. Und mit einem Pump Vanillesirup.
Ja, ich bin fertig. Tschüssi. Dankeschön. Oh, danke. Take it. Hä? Aber das doch mal. Ja, ja, das. Weiter geht's. Mit 3 Stunden Verspätung sind wir dann auch mal auf dem Weg. 20:30 sollten wir da sein. Wir haben jetzt 18:12 Uhr. Wir fahren 4 Stunden. Passt nicht so ganz. Naja, auf jeden Fall haben wir uns bei Starby noch was geholt. Cheers. Was hast du da eigentlich? Eist Latte? Ich habe einen White Chocolate Mocha. Mit Sahne. Nee, ohne. Du hast doch gesagt mit. Ich habe gesagt ohne. Ich habe das da auf dem Handy drauf. Ohne Sahne. Ja, ich habe gesagt ohne Sahne. Warum sollte ich denn mit Sahne wollen? Okay, gönn ich mir jetzt. Tschüss. Ankunft 22 Uhr. Ich weiß nicht, wie ich das hier gerade finden soll. Irgendwie muss die Zeit aufgeholt werden. Tu nicht so, du bist jetzt 1 Stunde gefahren. Einfach frech. Kurze Pause irgendwo im Nirgendwo. So unnötig, wir fahren nur noch 40 Minuten. Ja, die schaffst du wohl. Nee, ich fahre nie automatisch, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Kann ich jetzt einfach losfahren? Ja, jetzt fahr einfach. Oh, ich wollte die Kupplung. Kupplung? Ja, es gibt gar nicht, ich weiß. Mann, Baby, ich kann das Auto gar nicht einschätzen, es ist wirklich ganz schlimm gerade. So, jetzt drück mal hier aufs Gas. Ich fahr schon 120, Junge. Das ist krass. Zu Hause. Yay. Oh, wie schön. Siehst du das, was deine Mama da wieder fabriziert hat für uns? 22 Uhr Abend. Mir einmal eine Rakete für Gesundheit. Richtig und richtig. Rakete für Wünsch dir was. Da hoffe ich, dass du dir was ganz Tolles wünschst. Falls das Ordnungsamt zuguckt, heute ist der 31.12. Okay. Das ist Gesundheit? Gesundheit. Okay. Oh Gott. Wie fühlt es sich an mit 30? Die 3 ist schon extrem komisch. Weiß nicht, was du meinst. Weiß. Meinst du, das soll so klingen? Das hier war eins meiner Geschenke gestern. In diesem Ding hier stecken quasi 30 Jahre lang Bilder von mir. Das ist echt schon super sweet. Oh, der sieht aber hübsch aus. Tada! Wow. Der ist absolut krass. Das hier ist der legendäre Nusskranz. Was machst du da eigentlich? Ich suche schönes Geschirr. Warum brauchen wir noch mehr? Ich möchte cleanes Geschirr, nicht 5 verschiedene Sachen. Eher diese Form oder eher diese Form. Die da. Mann, du guckst mir gar nicht zu. Ja, Freunde, es ist offiziell. Ich bin 30. Ich nicht. Bin immer noch jung mit 24. Bis jetzt 6 Jahre älter als ich gefühlt. Sobald du 25 bist, muss ich mir ein Upgrade holen. Du? Dir? Suche einen neuen Freund. Wir haben uns vorgenommen, wir grillen heute Abend. Lecker. Maiskolben und Hähnchen. Jedes Mal, wenn ich hier zu Hause bin bei meiner Mom, denke ich mir so, ich habe voll Bock auf ein Haus. Renovieren und so. Jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich mir so, geil. Tada! Mit Garten. Also bei uns würde keine Pflanze überleben. Wir können wirklich keine Pflanzen irgendwann mal haben. Oder wir brauchen einen Gärtner. Das können wir uns nicht leisten. Was meine Mom hier so gemacht hat, ist schon echt krass. Hier haben wir ein Beet zu ihrer Rechten. Ich weiß nicht genau, was wir probiert das. Hier mit einem halber Tannenbaum. Ja. Und hier, jetzt, wenn das hier so am Meer wäre, dann könnte hier so ein Antrag stattfinden. If you like it here, schön put a ring on it. Okay, ich habe falsch gesungen, aber ja. Das ist genauso gut gesungen wie Alicia Keys beim Super Bowl. Hm. Das sagt jetzt natürlich nichts, weil du keinen Super Bowl guckst. Jetzt steigen sie ein. Einkaufstrip zum Grillen. So, Tim ist gerade am Tank und ich schneide hier gerade noch sein Geburtstagsvideo. Ich bin noch nicht ganz fertig. Das ist auch maximal zu lang. Ich bin ein absoluter Kirschblüten-Fan. Und ich möchte irgendwann einen großen Kirschblütenbaum in unserem Haus, das wir dann irgendwann haben. Schaut euch den Kirschblütenbaum an. Moment. Wow. Okay, es sieht echt nicht schön aus, aber er sieht echt schön aus. Wir sind auf dem Dorf, wir können hier nicht filmen. Da guckt uns jeder an. Guck, die gucken schon. Warum bin ich eigentlich Korbträgerin? Du machst es so gut. Ja, ich auch. Du willst also eine Empfehlung aussprechen? Ja, schau mal, was ich hier gefunden habe. Oh mein Gott, die sind... Die sind gut, oder was? Ja, das sind vegane Bratwürstchen aus Seitan. Und die haben, warte, halte ich fest, 28 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Nice. Bisschen mehr Begeisterung, bitte. Ich finde sie toll. Laura hat sich neu verliebt darin. Wie findest du die Farbe? Wild. Sieht schon schnittig aus hier, ne? Siehst du dich da drin? Ich sehe dich ehrlich gesagt gar nicht Auto fahren. Boah, schieß die Vögel. Sag mal. Ich habe Hunger, können Sie fahren? Yes, Tim kann einfach seine Augen in der Sonne nicht richtig aufmachen. Und ich glaube, es liegt daran, dass Tim blaue, helle Augen hat und ich dunkle, weil ich kann halt straight in die Sonne gucken. Das interessiert mich einfach nicht.
fällt es ein bisschen schwer. Nicht die Augen so zukneifen. Ja, was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht. Deine Augenblende runter. Was ich gar nicht mag, ist, wenn die Katze so auf der Straße läuft. Weil du kannst sie auch nicht einsperren. Schaut euch diese Platte an. Und Salat und Baguette. Irgendwie sieht es noch nicht so spektakulär aus. Ich verstehe doch einfach nicht, wie man den ganzen Tag kalte Füße haben kann. Toll machst du das. Weiß man das da einfach so rein oder muss doch so ein Türmchen bauen? Denk schon. Ja, weiß ich es nicht. So macht man Feuer, meine Freunde. Guck, brennt doch. Unser nächstes Projekt wird, so ein Bild zu malen. Bin mir sicher, dass ich sowas machen kann. Sieht so einfach aus. Das sieht schon auf jeden Fall sehr wild aus. So, wir essen jetzt was. Morgen geht Skifahren und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Im nächsten Vlog. Auf der Piste. Auf der Piste wieder.